Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, von der letzten Folge, ich habe eben einfach mal, wo wir mit dem Floß da hinten waren, so irgendwo auf der Mitte des Sees, mal bis hierhin geskippt, weil wird bei mir geklingelt und dann musste ich los. So. Und dann eben gespeichert. Und ja, jetzt sind wir in einer neuen Aufnahmesession. Eine kleine. Holzes habe ich immer noch da gelassen gehabt, habe ich jetzt nicht mehr irgendwie verbaut, aber das können wir jetzt eben machen. Dann kommen wir auch mal ein bisschen hier mit der Hütte voran. Und ja, ich habe auch seit gestern angefangen an einem gewissen Teaser-Trailer zu arbeiten. Ihr könnt gespannt sein, was auf jeden Fall kommt. Ich habe auf jeden Fall was Großes vor. Sagen wir mal so, eines der nächsten kommenden Let's Plays wird eine große Saga beinhalten. Von einer gewissen Spielereihe. Das werde ich aber noch nicht verraten. Wartet einfach auf den Trailer. Aber ich sag auch mal schon mal so, viele von euch kennen diese Saga, diese Spielesaga. Viele von euch feiern die bestimmt auch. Und ich habe vor, diese Saga vom ersten bis zum letzten Teil, bis zumindest zum aktuellsten Teil durchzuspielen. Mit euch zusammen auf jeden Fall. Und ja. Das Let's Play dazu wird aber erst im kommenden Monat, also im November, starten. Den Teaser dazu werdet ihr wahrscheinlich jetzt kommende Woche, also so sagen wir mal so kurz nach Ende von Cyberpunk. Cyberpunk habe ich auch übrigens fast schon zu Ende. Also kommende Woche am 15. würdet ihr sehr wahrscheinlich schon die finale Folge sehen von Cyberpunk. Die wird auch so um die 2 Stunden dauern, weil das komplette Finale beinhaltet. Und am selben Tag wieder Finale von Cyberpunk. Kommt dann auch der Teaser-Trailer für diese Saga. Und ich habe momentan auch richtig viel Spaß dran, diesen Teaser zu machen, da ich habe auch ein ganz bestimmten anderen YouTuber, der für gewisse Mashup-Musik hier bekannt ist, mal angeschrieben und gefragt, ob ich das nutzen darf. Und bisher warte ich zwar noch auf die Antwort von ihm, aber ich gehe von aus, so weil es auch bei ihm in der Beschreibung steht, in der Knallinfo und so, für Non-Profit-Projekte und so weiter dürfen die genutzt werden. Und ich habe auch nicht vor, damit irgendwie Profit zu kriegen oder so. Und auch zukünftig und so weiter will ich auch bei diesem Video, bei dem Teaser, keine Werbung davor, danach oder mittendrin so schalten oder so. Sondern einfach nur, weil ich Spaß dran habe, will ich diesen Teaser-Trailer da machen für diese Saga. Und ich gehe von aus, dass der dann auch nichts dagegen haben wird. Er wird auch auf jeden Fall in der Beschreibung dann so von diesem Teaser erwähnt und werde da auch auf jeden Fall einen Link zu ihm, zu seinem Kanal machen. Und dann bin ich auf jeden Fall auf eure Reactions hier gespannt. Was ihr dann von diesem Teaser-Trailer haltet. Ja, dann machen wir auch hier erstmal ein bisschen weiter. Seid auf jeden Fall gespannt. Das wird mega geil. Ich lasse da sehr viel Liebe da in diesem Teaser. Ich habe richtig Spaß dran, sowas zu machen. So, wir machen aber auch jetzt langsam Licht an. Weil ist schon sehr dunkel. So. Nicht mehr viel, was fehlt.
Würde ich sagen, auch gleich, sobald es richtig Nacht ist, sobald wir die aufgebaut haben, so die letzten paar Holzbalken, die wir da haben, gehen wir einmal kurz pennen. Und dann sammeln wir nochmal ein bisschen Holz. Gleich haben wir den hier auch schon fertig, diesen Raum. Vom Lager hier. Und wir haben nur noch auch einen Holzbalken auf dem Boot. Los. Ja, haben wir nur noch einen. Können wir auch gleich direkt pennen gehen. Wie viel Fleisch habe ich hier? Ja, noch genug. So. Ja, da fehlen noch drei Balken. Dann haben wir den Raum auch schon fertig. Legen wir uns schon mal pennen. Set. Ja, jetzt haben wir richtig Hunger. Und Durst. So. Wie frisch ist denn noch das Fleisch? Jetzt ist nur noch essbar. Okay. Legen wir gleich zwei hin. Licht können wir auch ausschalten. Komm schon. Muss ein bisschen schneller gehen mit dem Fleisch. Ja. So, und noch ein. So, dann gehen wir eben noch mal sinken. Nice. Alles wieder voll. Und dann gehen wir los. Na, dann schauen wir mal, ob wir auch hoffentlich heute mal das Boot wieder voll kriegen mit Baumstämmen. Obwohl, ich habe auch wieder Bock auf Musik. Spielen wir mal wieder was ab. Dum, 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 dum. Dum, dum. Dum, 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 dum.
So, diesmal habe ich vor, hier vorne das Stück einzusammeln. So, ich mache mal auch ein bisschen Kopfhörer leiser. Weil ich will jetzt auch nicht hier schreien oder so. Und das dröhnt richtig in den Ohren. So, keine Ureinwohner. Ich sehe keine. Ich glaube, machen wir lieber wieder aus, weil auf Festland habe ich ein bisschen Angst, dass die dann kommen, um mich zu holen. Und ich die dann wegen der Musik überhöre. Zweiter Baum. Der Baum. Komm. So, hier haben wir den vierten. Komm schon. Kaputt, ja. Und da den fünften. Irgendwas gehört. Oder so die Paranoia. So, das müsste reichen erstmal. Gut, der fällt nicht auf mich. Hasen. Hier Ding wird. Ja, wieder eine Schildkröte. Ja. Das ist eine Schildkröte, die durch will. Ich habe richtig Schiss gerade, dass die wiederkommen. Klar, aus deren Knochen können wir gute Rüstung bauen und so. Aber ich habe auch wenig Lust, auf die anzutreffen. Ja, irgendwo ist dann die nächste Schildkröte, die da durch will. Du bist gerade verdächtig ruhig, was die Ureinwohner angeht. Und den haben wir voll. Den hier. Ja. Wirklich zu ruhig gerade, was die Einwohner angeht, ey.
Und gleich höre ich auf einmal so ein von denen wieder so ein Gebrüll. Und dann scheiße ich mich wieder ein. Und renne da so, sofort wieder weg. So, weiter ist voll. Was haben die irgendwie vor? Wo wollen die denn hin? Und hops. Mich hier nicht noch ein paar? Da haben wir noch ein paar. Boah, Bambi. Oh. Oh, komm, wir machen eben was zu essen. Und wir haben schon wieder Hunger. Oh, der deine ist schon vergammelt. Das ist gut. Schade. Oh, haben wir zuerst den Vergammelten gegessen? Und lieber den. Und wechseln wir wieder auf die Axt. Hier haben wir nochmal Frischfleisch. Und hier auch nochmal. So. Haben wir wieder Essen. Haben wir erstmal wieder genug zu essen. Hatten wir nicht mehr Baumstämme gefällt? Bäume, meinte ich. Müssen wir hier nicht noch mehr Baumstämme haben? Egal. Komm. Und den dann nehmen wir auch noch mit. Da. Ich find's echt komisch, dass die nicht kommen, die Ureinwohner. Bestimmt planen die irgendwas, um mich hier zu überfallen oder so.
Aber zum Glück haben wir uns da auf der Insel verschanzt. Das heißt, wenn die mit einer Armee ankommen oder so, wir sind da sicher auf der Insel. Da drüben wird uns nichts passieren. Okay, fangen wir jetzt mit dem dritten an. Ah, da sind die. Und glaube ich jetzt die letzten Baumstämme wieder. Hier keine mehr rum. Ne. Hier liegen keine mehr. Dann mal eben zusammenrechnen, wie viele Bäume wir noch brauchen. 1, 2, 3, 4, 5 würde ich sagen. Wir machen vorsichtshalber erstmal 4. Hat was gelaufen. Nur erstmal keine Ahnung, ob das jetzt ein Tier war. Oder und die Äste. Boah. Einmal blitzt es. Ja, komm, kipp um. Und den nehmen wir auch noch. Und den hier. Hallo? Das Spiel ist mir festgefroren. Einen Moment. Ja, wie es aussieht, kriege ich das irgendwie nicht wiederhergestellt oder so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.